Hallo Leute, hier ist Jon und willkommen zu einem kleinen Abstimmungsvideo. Und zwar habe ich ja vorher schon gesagt, dass das nächste Projekt, was ich Let's Playen werde, von euch entschieden werden kann. Und zwar geht es dabei um das Spiel, was als nächstes mein Nebenprojekt sein wird. Das wird nach God of War kommen. Sobald es also fertig ist, wird das hochgeladen. Aber um halt mich ein bisschen darauf vorzubereiten, eventuell werde ich jetzt schon die Abstimmung machen und werde sie eine Weile laufen lassen. Ihr dürft aber zwischen vier Spielen auswählen, welche ich euch jetzt präsentieren werde, mit ein bisschen was an kurzen Gameplay-Szenen. Und ja, euren Favoriten schreibt ihr mir einfach in die Kommentare. Anfangen tun wir mit diesem Spiel. Die Fortsetzung zu God of War. Falls ihr Bock drauf habt, dass ich direkt nach God of War wieder God of War mache, und zwar God of War 2 mit schon etwas besserer Optik und viel besserem Gameplay, interessanter Story-Fortsetzung, wie das Ganze also nach God of War 1 weitergehen würde, erfahrt ihr, wenn ihr God of War 2 sehen wollt. Das nächste Spiel ist ein Spiel, was ich bereits vor 2 Jahren auf meinem Kanal Let's Played habe, allerdings mit sauschwacher Qualität. Ich bin selber absolut nicht zufrieden mit dem Projekt, deswegen würde ich es auch gerne noch einmal machen. Und zwar ist die Rede natürlich von A Link to the Past. Ein Zelda-Spiel, was von vielen als eines der besten gehandelt wird. Ich selber finde es auch sehr, sehr, sehr geil. Und ich hätte wirklich garantiert auch eine Menge Spaß damit, das erneut auf meinen Kanal zu bringen. Einfach, damit ich damit abschließen kann, weil das ist das Projekt, womit ich am allerwenigsten zufrieden bin. Und das würde ich gerne noch einmal machen. Seht ihr das genauso, dann sagt ihr einfach A Link to the Past. Das nächste Spiel wäre kein geringeres als Uncharted. Dazu muss ich sagen, dass das erste der Uncharted 3, also Uncharted 1, überhaupt nicht mit den anderen mithalten kann. Es hat zwar gameplay-technisch so ziemlich dieselben Elemente, aber allein von der Optik ist es ziemlich weit von Uncharted 2 und 3 entfernt. Aber es ist dennoch ganz ordentlich, sage ich mal. Also wenn ihr Bock habt auf ein Indiana Jones-mäßiges Spiel, dann nehmt ihr eben dieses. Und zu guter Letzt fällt die Möglichkeit der Wahl auf dieses Spiel. Ein Spiel, was wahrscheinlich kaum einer von euch kennt. Die Rede ist von Lone Survivor, ein Indie-Horror-Game in 2D gehalten. Ich persönlich finde es ziemlich geil, habe es vor Ewigkeiten durchgespielt. Es ist auch nicht wirklich lang, aber es hat mich damals sehr gefesselt. Es hat eine richtig gute Story und ihr hört selber, es hat einen saugeilen Soundtrack. Also das Spiel wurde, soweit ich weiß, von einem einzigen Kerl gemacht und der hat die Sache echt verdammt richtig gemacht. Wenn ihr Bock darauf habt, dann stimmt ihr eben für Lone Survivor. Das wären eure 4 Möglichkeiten. Ich bin gespannt, welches Spiel ihr sehen wollt. Ich werde natürlich das Spiel nehmen, was die meisten Votes bekommen wird. Ich bin mal gespannt, wie viele Votes dabei im Endeffekt rauskommen. Das einzige Ding ist, natürlich werden nur Votes von Abonnenten gezählt. Ne? Also falls irgendwer votet, der tatsächlich kein Abonnent von mir ist, dann kann ich die Stimme natürlich nicht zählen. Gut, das wäre soweit. Ich sage bis dahin und bis dahin. Ah, wobei, wie lange das Ganze offen bleiben wird, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Also es wird garantiert einige Wochen laufen, wahrscheinlich bis ich bei, ich sag mal, ich lasse das Ganze bis, ja, geben wir dem Ganzen mal 2 Wochen. 2 Wochen klingt ganz gut. Oder wobei, bis Ende Februar. Ja, bis Ende Februar ist das Ganze offen. Also allerspätestens am 28. mache ich zu und werde dann sehen. Außer, oder wenn ich merke, es kommen keine Kommentare mehr auf, dann ist es auch vorbei. Alles klar.